So sah eine Orgel zu Bachs Zeit in Leipzig aus. Das gut erhaltene Stück kann von A bis Z erforscht und untersucht werden. Die Hardware ist da. Viel schwieriger ist es mit der Software, den Ideen und dem Leben des Musikgenies Bach. Welches Schicksal steckt hinter seinen Kompositionen? Mithilfe der Thomaner-Matrikel gelangen den Forschern einige spektakuläre Entdeckungen. Doch mit dem Fund eines neuen Dokuments ist es oft nicht getan. Man muss es lesen und noch viel wichtiger, verstehen können. Dazu ist ein ganz spezieller Computer besonders geeignet, das Gehirn des Wissenschaftlers. Wie das arbeitet, erläutert Bach-Forscher Peter Wollny am Beispiel der Thomaner aus dem Matrikelbuch. Wir wollen rausfinden, wer die Thomaner waren, die Bach zur Hand gegangen sind, die ihm geholfen haben, dieses Notenmaterial zu erstellen. Und aus diesem Grund vergleichen wir diese unbezeichneten Handschriften mit Vergleichsquellen. Und das ist mein zweites Objekt hier, ist ein Stimmensatz zu einer Choralpassion, die zwar schon im 16. Jahrhundert komponiert worden ist, die aber in den Leipziger Nebenkirchen bis ins 18. Jahrhundert hinein immer wieder erklungen ist. Und in diesem Stimmensatz kann man ganz leicht sehen, ist derselbe Mensch zugange wie hier in der Continuo-Stimme zu Bachs Kantate. Man sieht ganz leicht, dass die Schlüsselformen hundertprozentig übereinstimmen, auch die Notenformen, selbst die Buchstaben erkennt man ganz leicht hier. Ist der Titel der Kantate O Ewigkeit, das große E hier ist ganz eigenwillig geschrieben und dieses E taucht hier wieder auf im Wort Ende, am Schluss dieser Passion. So lässt sich die Continuo-Stimme der Kantate O Ewigkeit, du Donnerwort ganz eindeutig einem Notenschreiber zuordnen. Christoph Theophil Gerlach hatte sich auf der Vergleichsabschrift des Chorals mit seinem Namen verewigt. Der Thomaner war einer von etlichen Schülern, die Bach beim Kopieren von Noten zur Hand gegangen waren. Ein kleines Detail. Doch es offenbart ein Stück des Alltags des Thomaskantors, der für seine Gemeinde jeden Sonntag eine neue Musik zur Aufführung bringen musste. Das gehörte neben der Leitung der Thomasschule zu seinen vertraglich festgelegten Aufgaben. Die begabtesten und wahrscheinlich auch vertrauenswürdigsten Schüler waren also hautnah bei der Entstehung der Meisterwerke beteiligt, die beim sonntäglichen Gottesdienst in der Thomaskirche ihre Uraufführung erlebten. In der Bibliothek des Bach-Archivs hat sich Peter Wollny ein weiteres Fundstück vorgenommen. Der Stimmensatz der Kantate »Wie schön leuchtet der Morgenstern« für das Fest Mariä Verkündigung. Dem geübten Blick fällt sofort auf, dass mehrere Schreiber mit der Ausfertigung der Noten beschäftigt waren. Und das war sehr notwendig. Der Fotokopierer war leider noch nicht erfunden. Und die Zeit drängte immer. Speziell die ersten beiden Amtsjahre sind geprägt von einer mörderischen Hektik, würde ich mal sagen. Denn wenn Bach Sonntag eine Kantate aufgeführt hatte, musste er nachmittags sich hinsetzen und an das nächste Stück denken, das vielleicht bis Dienstagabend, Mittwoch früh vollenden. Die Kopisten konnten dann in die Wohnung kommen und anfangen mit der Anfertigung des Stimmensatzes, Mittwoch, Donnerstag. Und dann musste die wirklich anspruchsvolle, zum Teil sehr schwierige Musik ja auch noch geprobt werden, Freitag, Samstag. Und dann war Sonntag früh die Aufführung dieses Stückes und dann ging es sofort weiter mit dem nächsten. Der Stimmensatz ist ein beredtes Zeugnis der stressigen Atmosphäre im Hause Bach. Auf den ersten Seiten erkennt Wollny die Hand des Bach-Schülers Johann Andreas Kuhnau. Er war einer seiner besten Kopisten, konnte die Schrift des Meisters aus dem FF lesen. Doch auch ihm passierten Fehler, wie Bachs ältestem Sohn Wilhelm Friedemann, der bei der Oboenstimme aushelfen musste. Weiter hinten wird es immer hektischer. Die komplizierten Orgelstimmen wurden vom Thomaner Christian Gottlob Meißner übernommen. Der Musterschüler Meißner ahmt sogar die Schriftzüge seines großen Lehrers nach. Johann Sebastian Bach hatte vielfältige Verpflichtungen in der Stadt Leipzig, die ihn immer wieder zum benachbarten Rathaus führten.
Trotzdem fand er noch Zeit, zu seinem Vergnügen im Zimmermannschen Kaffeehaus zu musizieren. Leipzig war damals eine Handels- und Messemetropole im Herzen Europas. Rund um den Markt vor dem Rathaus pulsierte das Leben. Wie stark Bach daran Anteil nahm, wollen die Wissenschaftler auch herausfinden. Peter Wollny entblättert vorsichtig ein weiteres Beweisstück zu Bachs Biografie. Ein Fundstück, das durch glückliche Umstände in das Leipziger Archiv gelangt ist. Ein Fragment aus der Chromatischen Fantasie, eines der wichtigsten Cembalo-Werke Johann Sebastian Bachs. Zu diesem Werk war bisher überhaupt keine Originalquelle aus Bachs unmittelbarem Umkreis bekannt. Wollny erkennt die Handschrift des zweitjüngsten Bachsohnes Johann Christoph Friedrich. Sicher hat der Sohn das Autograph des Vaters als Vorlage benutzt. Ein ganz seltener und besonderer Glücksfall im Leben eines Wissenschaftlers hatte ihm doch ein Unbekannter aus Kalifornien in einer E-Mail von einem Notenblatt berichtet, das bei der Schwiegermutter über dem Klavier hängt und den Namen Bach trägt. Wollny musste dann nur noch richtig lesen. Das richtig Lesen ist ja zum einen mal alle Buchstaben richtig erkennen, was hier bei diesem Fragment kein Problem ist. Aber andererseits gehört zum richtig Lesen auch dazu, dass man nach Möglichkeit ein solches Fundstück einordnet in einen biografischen Kontext und sich überlegt, was sagt uns das Ganze über Bachs Leben, sein Umfeld, seinen Alltag. Und dieses Blättchen sagt immerhin so viel. Johann Christoph Friedrich, der hier also direkt gegenüber in der alten Thomasschule gewohnt hat, hat mit 15, 16 Jahren angefangen, seinem Vater irgendwie zu helfen als Notenschreiber. Wir können das also in Beziehung setzen zu seiner Tätigkeit auch in anderen Quellen. Er hat auch in dieser späten Zeit, in den späten 1740er Jahren, an der Herstellung von anderem Notenmaterial mitgeholfen. Und hier gehört noch dazu, dass wir uns fragen müssen, haben die Bach-Söhne, bevor sie das Haus verließen, sich jeweils eine eigene Sammlung von Meisterstücken des Vaters angelegt? Die Noten der Kompositionen des Vaters als eine Art Mitgift bzw. Aussteuer? Ein interessanter Gedanke. Denn Musikalien waren damals richtig Geld wert. Noch viel wertvoller sind die Originaldokumente heute, da Bach zu den größten Komponisten der Geschichte zählt. Trotzdem muss man sie richtig lesen können, so wie Peter Wollny. In seinem Gehirn hat er unzählige Namen, Motive, Erfahrungen abgespeichert, die er immer wieder in neue Zusammenhänge bringen kann und muss, wenn er Neues zu Meister Bach erfahren möchte.